Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung und herzlich willkommen zu einem weiteren One-Chunk-Gebilde in Minecraft. Allerdings ist das hier wahrscheinlich das größte One-Chunk-Ding, das ich jemals vorgestellt habe. Wie riesig ist das denn, bitteschön? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 1009 schauen wir uns von Moritz ein... Oh, der Junge. Nein. Okay. Schauen wir uns von Moritz eingesendet an einen One-Chunk-Bunker. Sowas habe ich ehrlich gesagt ja auch noch nie erlebt oder noch nie in dieser Größe gesehen. Das ist riesig. Allein von hier oben betrachtet, was zum Kuckuck erwartet uns dort. Schauen wir erstmal hier rein. Es gibt hier ein bisschen Zeug. Ja, Moritz, eingesendet One-Chunk-Bunker. Im Spiel heißt der Meme 2006 und in dieser Erklärung steht: Hallo Joe und andere, das seid ihr. In meiner vierten Einsendung habe ich mich an einem One-Chunk-Bunker versucht. Allerdings ist das Projekt durch die neue Bauhöhe und den ein oder anderen Lockdown etwas eskaliert. Etwas. In Anführungszeichen. Insgesamt stecken knappe 8 Tage Spielzeit in dieser Welt und über 5% des Chunks sind mit Redstone bedeckt. Das gefällt mir. Daher wurde auch alles nur durch den roten Staub möglich gemacht, mit Ausnahme des Technikteleports, des Reaktors und des Fernsehers im Bert und dass man die Bilder nicht abbauen kann. Nun ist eigentlich alles gesagt. Mir bleibt noch dir viel Spaß zu wünschen. Okay, Technikteleport. Holy f***, wie geil ist das jetzt gemacht? Cool. Alter, ich bin hyped, Leute. So, lasst uns jetzt mal erstmal erkunden gehen, was hier abgeht. Bunkertor öffnen. Ah, oh, wie cool, man kann da hier reinjumpen. Gibt es hier oben noch was? Nee, es ist ein bisschen Detailarbeit hier. Auch schön gemacht mit den Axolotls hier drin. Lottis, alles drin, ne? Hier so Wüste, Waldgebiet, Berg mit Ziege und Axolotls. Gehen wir mal rein. Und das hier scheint wohl der Ausgang zu sein. Glaube ich. Moment, stopp. Ich glaube, ich muss erst. Ich glaube, ich muss nur warten. Ah. Oder irgendwas. Ah, vielleicht würde ich in der Mitte stehen. Okay. Was passiert, wenn ich doch. Oh, es geht sogar von alleine auf. Und ich glaube, ich muss hier stehen. Ne, das habe ich noch nicht hingekriegt. Aber das ist ja cool gemacht. Schaut euch das an. Das Tor öffnet sich. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Aha, nee. Ich bin zu doof, da rauszukommen. Aber auch schöne Detailarbeit. Das wollte ich gerade mal merken. Und zwar, dass die Lampe hier leuchtet, wenn das Bunkertor auf ist. Und die Lampe ausgeht, wenn das Bunkertor zu ist. Allein nur bei der Eingangstür, Leute, sehen wir, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der sehr viel Erfahrung hat. Mit der Detailarbeit. Und auch, dass es idiotensicher ist. Dass quasi, wenn man hier drauf drückt, erst das Ding öffnet. Aber wie kommt man jetzt hier raus? Muss ich vielleicht hier springen? Ich krieg's nicht hin. Oder vielleicht muss ich auch bis zum Rand gehen. Auch der Sound ist geil gemacht. Aha, es geht. Es geht sehr wohl. Okay. Man muss einfach nur W gedrückt halten. Und man darf nicht springen oder irgendwas Ähnliches machen. So. Tor schließen. So. Und das war es ja noch nicht mal. Das ist nur der Eingang hier oben. Und jetzt muss man hier die Bunker-Keycard einlegen. Das ist Elevator-Key. Wahrscheinlich das Ding. Nein. Volt-Key. Nein. Bunker-Key. Auch diese Geräuschkulisse. Auch dass wirklich überall Feedback ist, Leute. Das macht eine Redstone-Schaltung einfach nur göttlich gut, wenn... Oh mein Gott, der auf... Oha. Oha. No way. Warte mal. Alter, wie viel Arbeit das nur war, diesen einen Fahrstuhl zu bauen. Und das ist ein Multifloor-Elevator. Und es geht noch tiefer. Und jetzt frage ich mich gerade, wenn ich hier oben auf Rufen drücke, kommt er dann von jedem Stockwerk zurück?
No way. Und andere Frage, wenn ich den Fahrstuhl irgendwo brauche, es gibt keinen Rufenknopf, oder? Ich kann den Fahrstuhl nicht rufen, oder? Ich glaube, das ist das Einzige, was vielleicht... Keine Ahnung. Wir sind nicht im Hotel angekommen. Was ist das hier? Zimmer 1. Das freut mich. Ich muss normalerweise wahrscheinlich hier bezahlen, ne? Zimmer 1. Boah, ist das gut gemacht. So, aber ich kann den Fahrstuhl nicht rufen, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ist nicht schlimm, ich glaube. Oder muss ich hier drücken? Irgendwas drücken? Nee? Oje, nicht, dass ich es kaputt mache. Ich glaube nicht, aber egal. Trotzdem, das ist... Wow. Also das ist erstmal fucking gut gemacht an dieser Stelle. Wir gehen wieder in den Bunker rein. Schöne Detailarbeit auch, dass das Redstone ist. So, Fahrstuhl. Erste Ebene. Fangen wir mal an. Ebene um Ebene. Gehen wir das Ding mal durch. Also Hotel. Ich wundere mich, dass hier sofort schon eine Keycard kommt, ohne dass ich bezahle. Es scheint wohl irgendeine Technik irgendwie ein bisschen sich zu ärgern, aber ist nicht schlimm. Ich will die Luxus-Suite haben. Ich habe mir mittlerweile einige Zimmer gekauft und gegönnt. Schatzkammer-Key, den merken wir uns. Und Luxus-Suite. Juhu. Okay, einfach mal gucken, was es da gibt. Oh, schöne Detailarbeit. Echt wirklich schön gemacht. Was ist das hier überhaupt? Also, ach, das ist ein Kopf, ne? Ist das ein Kopf? Ja, ich denke, das ist ein Knopf. Ein Knopfkopf. Ein Kopf mit Armor-Stand an der richtigen Stelle positioniert. Sehr, sehr gut gemacht. Auch schöne Detailarbeit, dass man hier sitzen kann. So, und hier geht's dann zu den Zimmern. Ah, warte mal. Ah, Zimmer 1, Zimmer 2. Wir haben doch schon Zimmerkarten, ne? Zimmer 2, da können wir rein. Lass uns mal uns das Zimmer angucken. Hier muss man die Keycard eingeben. Öffnet sich. Boah, die sind aber schon sehr schön gemacht. Also auch wirklich hübsche Detailarbeit mit dem Ofen, der kleinen Küche. Ja, man kann sich nicht beklagen. Mit den Schubladen. Zwei Stockwerke groß, Teppich auf dem Boden. Oh, schön. Auch dieses Bett hier, Toilette mit drin. Das lässt sich sehen, Leute. Für eine unnormale Zimmerklasse. Oha. Kühlschrank, nehme ich mal an, oder irgendwas in der Art. Sehr gut gemacht. Jetzt frage ich mich gerade, was ist mit der Luxus-Suite los? Ah, es gibt nur drei Zimmer. Und die Luxus-Suite ist ein Zimmer. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Okay, bestechlich ist das Ding nicht. Auch gut. Luxus-Suite. Ich habe gerade einen Schalker, einen Skalk gehört. Also die Detailarbeit, die sucht echt seinesgleichen. Wie hast du das denn gemacht? Das ist ein Schild. Oh mein Gott, das ist ein Schild in einem Itemframe. Haben alle Schilder das? Nee, aber du kannst, glaube ich, auf dem Schild etwas drauf machen, einen Banner drauf machen. Das ist ein Banner auf dem Schild in einem Itemframe. Oh mein Gott, das ist Big Brain, so tief denke ich nicht nach. Das sind zwei Entitäten, oh, wow, also, wow. Alter, die Detailarbeit ist maximal eskaliert. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Guck mal, sogar einen richtigen Game... Oh mein Gott. Oh my goodness, Leute. Was ist das für eine Detailarbeit? Das ist ja unglaublich. Das lässt sich ja nicht mehr in Worte fassen. Und das war gerade erstmal der obere Teil. What? Es geht nicht weiter, das Lied. Okay. Ihr Lieben, ihr seht schon, das waren gerade mal die Zimmer. Alter, was für eine gute Redstonic ist das bitte? Hier. Aber wie geht der Fahrstuhl denn jetzt an? Moment, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das ist mit dem Fahrstuhl jetzt funktioniert. Ach, warte mal, ist das, wenn ich aus dem Zimmer rausgehe? Wait. Nee, hä? Ich verstehe den Fahrstuhl nicht. Oh, wie war das hier? Ja, ich glaube, irgendwas ist da nicht richtig angeschlossen. Aber ist nicht schlimm. Oh mein Gott. Also, was für eine Detailarbeit bitte. Und das war, wie gesagt, gerade mal nur ein Teil des Bunkers. Es geht weiter. Und Leute,
wir befinden uns hier auf einem Raum von 16 mal 16 Blöcke, der nicht überschritten worden ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Guckt auf meine Minimap da oben. Guckt auf die Minimap. Das sind nicht mehr als 16 Blöcke an dieser Stelle. Das Limit wurde auch nicht überschritten. Waffenkammer. Okay. Okay. Nein. 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 Bruder. Was ist das für eine Rüstung? Wir wollen es wissen, ne? Ei. Jei. Jei, jei, jei. Jei, jei, jei. Die darf ich gar nicht annehmen. Ist viel zu teuer. Die kann sich niemand leisten. Das ist... Da wäre jeder drauf neidisch. Schnell wieder zumachen. Es ist der Wahnsinn. Allein diese Schaltung ist so unglaublich aufwendig zu bauen. Restaurant. Es geht weiter. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Bunker haltet. Leute, also das ist unglaublich krass. Unglaublich gut gelungen. Ich bin hin und weg. Restaurant. Essen nachfüllen. No way. No way. Sag mir nicht, dass das... Ja. Okay, wait for it. Hübsche Sonnenblume. Was passiert hier gerade? Ach, ein Sortiersystem. Da, das Minecart wird gerade geleert. Seht ihr? Das Minecart wird gerade hier in der Technik leer gemacht. Wahrscheinlich, wenn es dann leer ist, wird es neu befüllt. Ich keine Ahnung, wie viele Items noch in Minecart drin sind. Das Ding ist komplett zugemacht mit Barrier. Verstehe. Lass mal kurz gucken. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Minecart ist leer und jetzt? Darf das Minecart weiterfahren? Fährt hier nach unten. Was jetzt? Da wird das Minecart neu befüllt. Es ist der Wahnsinn. Ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat, das zu bauen. Damit das Minecart neu aufgefüllt. Ach, da sind Stained Glass drin. Genial. So, wahrscheinlich wieder ein Stack jetzt reingepackt. Und? Minecart ist voll. Was jetzt? Wahrscheinlich wird das andere auch noch eben voll gemacht, dass das System gleichzeitig arbeitet. So, wir müssen eben warten, bis beide voll sind. Und dann, was passiert dann mit dem Minecart? Es ist faszinierend, das hier zu beobachten, Leute. Echt. Unglaublich. So. 3, 2, 1. Jetzt müssen sie voll sein. Und die Minecarts fahren beide hier in den Wasserstrom. Fahren hier nach oben hin. Kommen hier an. Und schieben zwei weitere Minecarts dahin. Und dahin. Das ist Hextech, Leute. Das ist einfach nur Hextech. Das ist der Wahnsinn. Also, ihr esst hier und wenn ihr fertig seid, drückt auf den Knopf und dann wird das Ding automatisch die Minecarts verteilen. Und die Items, die hier drin sind, werden auch noch weiter verarbeitet. Also hier seht ihr gerade, die Items werden gerade hier ausgespuckt. Da sind dann die Items drin, die vorher im Minecart drin waren. Die Items werden jetzt hier rausgepackt. Und gehen jetzt wahrscheinlich nach unten in ein Lagersystem. Ja, hier. Hier ist das Lagersystem. Hier werden die Items wieder richtig reinsortiert. Und alles, was dann an Überschuss ist, diese Items. Ihr seht, die Items werden gerade hier zusortiert. Und da kommt das wahrscheinlich auch von den Farmen. Und alles, was an Überschuss ist, geht dann weiter runter ins eigentliche Lager. Ja, dann siehst du, das ist diese Itemstraße hier. Diese Itemstraße bringt dann die Items ins eigentliche Lager. Ach du große Neun. Und wir sind gerade mal...
Auf der Hälfte. Habt ihr sowas Cooles gesehen? Es geht weiter. Was hat dieser Bunker noch zu bieten? Ich bin gespannt. Kino. Es gibt ein Kino. Leute, wir befinden uns gerade auf Höhe 219. Ja, wir haben noch nicht mal ein Fünftel von dem Bunker uns angesehen. Ich glaube, wir machen Mehrteiler draus. Das heißt, in der nächsten Folge Einsendung geht es weiter, uns diesen unglaublichen Redstone-Bunker anzugucken. Ihr könnt ihn aber auch jetzt schon downloaden. Link in der Videobeschreibung, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt. Abonniert gerne den Kanal. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Das ist wahrscheinlich bis jetzt aktuell die krasseste Einsendung 2022. Oh mein Gott. Ciao Leute, bis zur nächsten Folge. Okay. Schneide ich das jetzt oder wie mache ich das? Ich glaube, ich schneide das.